Hallo Wilma. Hallo Freddy. Und natürlich hallo Kinder. Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich möchte unbedingt wissen, wie die Geschichte vom letzten Sonntag weitergeht. Schau mal, ich habe auch das Herz dabei. Ah, das Herz hatte doch eine Bedeutung, oder? Genau. Jesus sagte seinen Freunden, egal was passiert, er hat sie sehr lieb. Aber ich habe da so ein komisches Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass etwas Schreckliches oder etwas Schönes passiert oder beides. Etwas Schreckliches oder Schönes oder beides? Dann schauen wir uns doch mal die Geschichte an, wie sie weitergeht. Nach dem Essen geht Jesus mit seinen Freunden in einen Garten. Hier ist es schön ruhig. Jesus geht es nicht gut. Er weiß, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Jesus braucht jetzt Trost und Kraft. Woher kann er das bekommen? Jesus setzt sich im stillen Garten auf den Boden. Jesus betet. Er schließt die Augen und beginnt mit seinem Vater im Himmel zu sprechen. Es ist soweit. Soldaten kommen in den Garten. Sie sind bewaffnet. Sie haben Schwerter und Knüppel dabei. Sie packen Jesus und nehmen ihn fest. Die Soldaten nehmen Jesus mit. Sie hängen Jesus an ein Kreuz. Jesus hat Schmerzen. Plötzlich wird es mitten am Tag ganz dunkel. Die Sonne ist nicht mehr zu sehen. Jesus stirbt. Viele Freunde und auch seine Mama Maria sind bei Jesus. Sie sind sehr traurig und weinen. Dann kommt Josef. Er ist ein Freund von Jesus. Auch Josef ist traurig. Er möchte Jesus gerne in ein Grab legen. Das Grab ist wie eine große Höhle. Josef legt Jesus in das Grab. Josef verschließt das Grab mit einem großen, schweren Stein. Dann geht Josef nach Hause. Kommt, lasst uns miteinander beten. Danke, Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Du bist für alles Schlechte gestorben. Wie gut ist es zu wissen, dass wir bei dein Wunder feiern dürfen. Segne und behüte du uns alle. Amen.